Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es, wie ihr schon gelesen habt, ein neues Aufgebraucht-Video für den Monat August. Es ist nicht ganz so viel geworden, es liegt einfach daran, dass noch ein paar Produkte sind, wo ich kurz davor bin, die leer zu machen. Ich denke, vielleicht wird es dann im nächsten Aufgebraucht-Video ein bisschen mehr. Ich fange mal gerade mit den für die meisten vielleicht unspektakulären Sachen an, und zwar ganz kurz ein paar Babysachen. Der Kleine ist auch, er meldet sich gerade schon im Hintergrund. Der erzählt ein bisschen. Ich hoffe, er weint aber nicht. Aber ich glaube, ihm geht es eigentlich ganz gut. So, und zwar habe ich jetzt erstes von Frosch Babywaschmittel leer gemacht. Das finde ich ganz gut. Also ich gebe mir ein gutes Gefühl. Ich finde, Frosch ist irgendwie auch so eine vertrauenserweckende Marke in meinen Augen. Benutze ich ganz gerne. Habe ich auch noch eins da. So, und dann ganz kurz zur Windel. Da habe ich einmal hier von June Paris, glaube ich, eine Packung leer gemacht. Kann ich euch tatsächlich empfehlen. Und zwar sind die richtig süß. Die haben so ein, also diese, die ich zum Beispiel hatte, hatten so Wassermelonen aufgedruckt. Aber richtig hübsch und nicht so kitschig, sondern süß irgendwie. Und genau, da kann man sich auch ein gratis Produktset, meine ich, bestellen, wo Windeln dabei sind. Plus, kann ich euch einmal kurz zeigen, die zwei hatte ich noch dabei. Steht alles auf Französisch drauf. Also es sind einfach Feuchttücher mit Olive oder so dabei. Genau, die zwei habe ich leer gemacht. Und die Windeln fand ich gut. Die haben gut gepasst. Die sind nicht ausgelaufen. Die fand ich tatsächlich wirklich gut. Die würde ich mir auch nachkaufen, weil es auch einfach süße Designs gibt. Genau. Dann haben wir leer gemacht von Huggies Little Swimmers. Also Schwimmwindeln. Wir waren im Urlaub. Wir waren schon mit ihm im Freibad. Und genau dafür hatten wir Schwimmwindeln. Die waren ganz okay. Aber hier habe ich jetzt keinen Vergleich zu. Dann habe ich hier noch von Babylove Wickelunterlagen. Genau, da nehme ich irgendwelche. Ne? Also nehme ich entweder die von DM oder von Rossmann. Die sind gut. Alle. Also kann man, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen. Dann kurz zu Rossmann Baby Dream Windeln. Genau. Ja, die sind immer ein bisschen kleiner aus, finde ich. Also die sind okay, sie sind ja super günstig, aber andere mag ich lieber. Und zwar abends zum Beispiel gibt es bei uns nur Pampers. Also in der Nacht trägt er kleine Pampers. Hier habe ich einmal eine Packung. Oh Gott. Big Pack. Also das habe ich noch nicht komplett leer. Die sind noch in der Schublade, aber die habe ich gestern aufgerissen. Premium Protection finde ich richtig gut. Die hatten wir schon mal. Die mag ich sehr gerne. Wie gesagt, die habe ich immer gerne für abends oder generell welche von Pampers, weil ich finde, die halten alle sehr, sehr gut durch. Und da habe ich zum Beispiel auch noch die Harmony einmal ausprobiert. Und die hat er jetzt momentan in meiner Nacht gehabt. Und auch die waren super. Die finde ich richtig toll. Dann noch zwei Pflege. Ach nee, hier einmal Babylove Desinfektionstücher. Damit habe ich zum Beispiel das Fieberthermometer sauber gemacht, nachdem ich es im Popo hatte. Oder die Schnullis mache ich da mal mit sauber. Oder das Spielzeug oder whatever. Ne? Die habe ich immer ganz gern da. Und dann habe ich noch vom Bübchen Feuchttücher gehabt. Und die fand ich auch ganz gut. Ich habe aktuell hier welche, die finde ich nicht gut, aber die zeige ich dir beim nächsten Mal. Die von Bübchen sind voll in Ordnung. Also die würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Dann hatte ich was in dieser Doc Morris Box, war das, glaube ich, Elastin, so ein Pröbchen drin mit so einer Ampulle, sage ich mal, zum Trinken. Schmeckt scheiße, würde ich mir auch niemals kaufen, bin ich ehrlich. Also da weiß ich nicht. Aber man kann ja auch an einem so einem Pröbchen kein Effekt feststellen, finde ich, deswegen weiß ich nicht. Dann habe ich ein Peeling leer gemacht, das habe ich erst vor ein paar Tagen leer gemacht, von Isana, das Zuckerölpeeling Dreamy Sky, fruchtig blumiges Dufterlebnis. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das hier ganz gut fand, das hat auch gut gepeelt. Ich habe gerade ein anderes von Isana, das habe ich bei meiner Mama, wenn ich bade, und das finde ich nicht so gut. Also ich finde, es schwankt, das sind beides Zuckerölpeelings, aber dieses fand ich gut, das andere nicht. Weil das andere ist so sehr festölig. Also hast du so einen richtigen Brocken, den du über dir reibst. Und das hier war irgendwie sandiger, kann ich das so sagen. Das hat mir ganz gut gefallen und auch der Duft war in Ordnung. Also da steht drauf, fruchtig blumiges Dufterlebnis war okay. So, und dann habe ich hier ein Produkt, was ich eigentlich in Trashy gegeben habe, aber auch da wollte es eigentlich niemand haben. Das hatte ich in irgendeiner Box, glaube ich. Lucio Teak, weiß nicht, Lucio Booster. Zwei, das hat irgendwas mit der Periode zu tun, das soll man in einem bestimmten Zyklusbereich anwenden. Pff, da habe ich keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, wann ich wo in meinem Zyklus bin und das dann zu verwenden. Also finde ich persönlich finde das Quatsch.
Und weil es jetzt gerne haben wollte und ich es aber dennoch aufbrauchen wollte, weil es jetzt schon jetzt inzwischen abgelaufen ist, habe ich das einfach an meine Beine gegeben. War ölartig, genau. Habe ich einfach an den Beinen aufgebraucht, damit ich es nicht wegwerfen muss, das Produkt. Ja, kann ich also nicht zu sagen. Dann habe ich etwas aussortiert. Und zwar ist das, man sieht hier schon nichts mehr drauf, von Colourpop. So ein Stift, ich kann gar nicht mehr sagen, aus welcher Limited Edition oder so der war. Keine Ahnung. Der ist hier angelaufen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht. Der war so super pink. Der hat da jetzt so... Der ist leicht bräunlich geworden. Sieht nicht so schön aus. Dementsprechend schmeiße ich den jetzt weg. Dann habe ich etwas aufgebraucht, was ich liebe und was ich damals zugeschickt bekommen habe. Das hier habe ich mir inzwischen selbst gekauft, aber das habe ich mal zugeschickt bekommen ganz früher, als sie neu waren. 3 Stück oder so. Und zwar ist es von Schwarzkopf Glisskur Hair Repair 7 Sekunden Express Repair Spülung. Kur, ja, genau. Das ist super, super flüssig. Das macht ihr einfach ins nasse Haar. Ich halte mir die dann hier und gebe das dann da drauf. Und dann merkt man schon dann sofort, wie das pflegt, beziehungsweise die Haare geschmeidig werden. Ich liebe, liebe, liebe das. Es geht wirklich schnell. Habe jetzt keins mehr da. Da werde ich mit demnächst irgendwann, denke ich mal, auf jeden Fall eins nachkaufen, weil die habe ich schon immer toll gefunden. Also ich liebe die Teile. Dann habe ich von Isana Soft Öl Balsam Brazil Feeling aufgebraucht. Das war halt eine Creme, die creme und ölig war. Also ja, genau, 40% Ölanteil steht da drauf. War ganz in Ordnung, hat gut gerochen. Würde ich mir jetzt so nicht nachkaufen, gibt es ja auch so gar nicht mehr. Aber die habe ich benutzt und aufgebraucht. Gestern habe ich von Lys Earl Super Skin Concentrate for Night aufgebraucht. Das war ein Öl. Ein Öl fürs Gesicht und das habe ich immer benutzt. Allerdings, wenn ich nicht meine Haare frisch gewaschen hatte. Nicht, dass sie über Nacht fertig mit werden, sondern wenn ich wusste, okay, am nächsten Tag, wenn ich meine Haare waschen, dann habe ich mir das aufs Gesicht auch getragen. Und es hat die Haut richtig toll gepflegt. Die hochwertige Glasflasche ist richtig schön. Hat Vitamin E drin, ein paar Öle. Fand ich sehr, sehr gut. Am nächsten Tag war meine Haut wirklich richtig aufgepolstert. Also ich finde, das hat viel für mich getan. Mochte ich. Dann habe ich hier eine Cremedusche von Balea aufgebraucht. Die habe ich nur von früher. White Chocolate. Ich liebe weiße Schokolade. Ich finde, es hat sehr, sehr gut gerochen. Und ja, ich mag die Balea. Dusche dir sehr gerne. Auch das habe ich leer gemacht. Dann noch etwas, was ich früher einmal zugeschickt bekommen habe. Ist schon eine Weile her. Von L'Oréal Paris Revitalift 5% Pure Glykolsäure Peeling Toner. Genau, so sieht das aus. Finde ich sehr, sehr hübsch. Habe ich jetzt endlich leer gemacht. Ich habe es natürlich nicht immer verwendet. Da steht, glaube ich, zwar tägliche Anwendung, habe ich aber nicht gemacht, weil es immerhin noch ein Peeling ist. Zwar ein sehr sanftes. Aber genau, jetzt Richtung Sommer war ich eben ein bisschen vorsichtig. Ich habe das auf jeden Fall immer abends benutzt. Genau, aber eigentlich auch nur, wenn ich wusste, okay, am nächsten Tag wird es jetzt nicht super, super sonnig, weil dann muss man nicht unbedingt vorher sein Gesicht peelen. Hat mir aber gut gefallen tatsächlich als Toner so. Also fand ich eine gute und wirklich sanfte Art und Weise, das Gesicht zu peelen. Dann habe ich hier noch etwas, habe ich irgendwann mal so ein Set gekauft. Cryo Fever. Sell You Blue, oh, da steht alles mögliche auf Französisch noch mit drauf, so ein Massageöl und das soll kühlend sein. Das hatte also so Menthol drin, das soll für Dehnungsstreifen ganz toll sein, keine Ahnung, hat jetzt nicht so viel gemacht. Mochte ich nicht so gern, ich war froh, als es jetzt leer war, mein Freund war auch, oder mein Mann war auch froh, als es leer war, weil ich hatte es mal abends aufgetragen, so an meinen Beinen, Oberschenkeln und da habe ich mir gesagt, du darfst mich nicht anpacken, weil wir sind mit dem Kleinen dann mit im Bett und ich will nicht, dass es ihm irgendwo brennt, dass er, das, mein Mann, das mich berührt und es an den Händen hat, dann den Kleinen irgendwo hin. Ne? Deswegen, ja, war auch nicht so cool, weil in so bestimmten Bereichen, ich habe es mir nicht genau dahin geschmiert, aber da habe ich das Kühlende auch gespürt und das war nicht so schön. Bin froh, dass es leer ist. Dann habe ich von Dove Aluminium, 0% Aluminiumseife, das Go Fresh Deo, mit in der Richtung Pfirsich aufgebraucht. War ganz in Ordnung, aber es hat derbe nach Pfirsich gerochen. Ich fände es besser, wenn es ein bisschen dezenter war, aber einmal dachte ich so, Alter, das riecht hier so krass nach Pfirsich. Und das war halt ich, aber es war so penetrant, obwohl ich nur ein bisschen Deo aufgesprüht habe, fand ich so lala. Aber ich mag Dove gerne. Dann habe ich noch etwas, was ich rausschmeiße. Das habe ich noch nicht lange. Catrice Cool Kajal Waterproof 130 Lime Green. Wäre eine wunderschöne Farbe, wenn er dann malen würde.
Ich kann mal versuchen, euch das hier zu zeigen. Hier malt er natürlich ein bisschen, aber probiert das mal für Wasserlinie. Also das ging gar nicht gut. Er ist viel zu fest, gibt nicht gut Farbe ab. Also, nee. Dann habe ich von Kiehl's Ultra Facial Advanced Repair Barrier Cream auch gebraucht. War so ein kleines Pröbchen, kann ich nicht super viel zu sagen. Es hat sich toll angefühlt. Es hat meiner Meinung nach auch toll nachgepflegt, aber es ist ein winziges Pröbchen gewesen. Ich fand es so ganz gut. Ich mag Kiehl's generell, deswegen, ja. Dann von Clarins Paris. Da habe ich das sogar aufgemacht. Das habe ich tatsächlich nochmal da. Habe ich aber jetzt nicht in Benutzung nochmal. Beauty Flash Balm Tightening and Radiance Boosting. Finde ich toll. Habe ich immer die Clarins Tanning Drops mit reingetan. Und das ist richtig, richtig schön. Auch das ist im... Ach, man spürt, dass es hochwertig ist. Also es fühlt sich gut an. Es hat sich auf der Haut wirklich für eine Tagespflege sehr, sehr toll angefühlt. Ich mochte das gerne. Dann, ich habe nicht so viel Haushaltssachen diesmal aufgebaut. Von Denk mit wieder so, wie ist das? Floral Dream oder so? Mit Rose und Mandel diese Feuchttücher aufgebaut. Die benutze ich mal ganz gerne, wenn ich Badezimmer putze oder. Ich habe immer mal gerne welche da und ab und zu gleich mache ich es auch mit anderen Allzweckreinigern oder so. Aber mal habe ich die ganz gerne da und finde ich ganz praktisch. Und die kaufe ich mir immer wieder. Also die finde ich super. So. Leute, was habe ich hier alles? Dann habe ich eine Fruchtfliegenfalle von Profissimo. Die hat sehr gut geholfen, aber man kann sich natürlich so ein Zeug selber mischen und das selber machen. Aber fand ich gut. Dann habe ich noch aufgebraucht von Riva Loves Me Eternal Sun Some Reactive Nail Foils. Ich kann euch da leider jetzt nicht zeigen, also die Verpackung. Das waren Nagelfolien, die waren in Ordnung. Sind halt keine UV-Nagelfolien, aber ja, für so ein paar Tage war das ganz gut. Dann komme ich jetzt, hier habe ich noch was. Denk mit Bio Schnell Entkalker Nature. Hat alles getan, was machen sollte. Hat gut entkalkt, fand ich gut. Würde ich mir nachkaufen. Dann kommen wir jetzt zu meinen Augenpads. Boah, ich habe gar nicht so viele Augenpads aufgebraucht diesen Monat. Fällt mir gerade auf. Geht. Also erstmal hier von Yuti Eye Lip Mask Superset. Also da waren eine Lippenmaske drin und Augenpads, genau, die habe ich einmal aufgebraucht. Davon habe ich noch ein paar da. Ja, ich brauche das eigentlich nicht, so ein Zweierpack. Also ist ganz nett natürlich zu haben. Aber dann sieht es erst ein bisschen bescheuert aus und muss natürlich nicht richtig schön hinlegen, weil es rutscht so ein bisschen. Muss man nicht haben, aber ist schon mal ganz gut, finde ich. Also Lippenmasken mache ich jetzt nicht so häufig. Dann habe ich von Chabens ein paar aufgebraucht. Uiuiui. Hier, diese hier von Chabens. Papaya Dream. Das sind noch nicht die mit der, die so richtig, doch, das sind die richtig langen, genau, die waren richtig gut, die war richtig, wirklich richtig extra lang, fand ich toll. So ein Glow-Effekt, verbessert Hautfeuchtigkeit, also ich mag die von Chabens eigentlich schon ganz gerne, rutschen leider ein bisschen, aber gut, das tun die meisten, finde ich. Fruity Melon hatte ich noch, Augen-Gel-Pads habe ich auch gemocht und die hier hatte ich von einer Freundin, die hat mir das mitgebracht, Lovely Rose. Genau, Verpackung finde ich auch ein Träumchen und ich mag die ganz gerne, die von Chabens. Finde ich einfach schön, die zu nutzen, genau. Dann habe ich aber noch welche von Isana. Die Hydrogel-Augenpads mit Koffein und Melonenextrakt. Auch die finde ich sehr, sehr gut, die gefallen mir gut. Kaufe, habe ich immer welche da, also auch immer aus Limited Editions habe ich eigentlich immer mal, nehme ich mir welche mit, die finde ich super. So, Gesichtsmasken, da habe ich immer zweimal hier The Mask Doctor. Die sind vom Action. Das sind diese hier. Die mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Einmal Probiotics und Peptide. Hatte ich nicht noch die Retinol auch hier? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch noch die Retinol davon aufgebraucht habe. Ja, haben mir auf jeden Fall alle gut gefallen. Mochte ich gerne. Vielleicht habe ich die aus Versehen weggeworfen. Genau, 3 Stück habe ich davon benutzt. Ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Dann hatte ich ein bisschen was Teureres und zwar war das mal in der Box von Rosenthal Organics. Slow Aging Sheet Mask, auch die war gut, aber ja, ich weiß nicht, Leute. Die hat ein bisschen geklebt, das mag ich nicht ganz so gerne. Ich meine, das heißt ja nicht, dass es da nicht hilft, natürlich hilft es, aber ich mag nicht unbedingt dieses klebrige Gefühl auf der Haut. Wisst ihr, was ich meine? Und dafür, die ist sehr teuer, da war auch noch ein bisschen Zeug drin. Das habe ich dann nicht benutzt, weil es war mir zu klebrig irgendwie und es ist auch nicht so gut eingezogen. Ich glaube trotzdem, dass es sehr gut geholfen hat, aber für so eine teure Maske würde ich es mir nicht nochmal holen.
Und dann habe ich noch zwei von Garnier. Einmal hier Skin Active Hyaluron Cryo Jelly mit Kühleffekt. Ja, die war okay, aber auch da war das Gel, finde ich, so ein bisschen sehr klebrig. Das ist immer nicht so meins, wenn es zu klebrig ist und nicht so schnell einzieht. Deswegen, die würde ich mir nicht nochmal kaufen. Hingegen habe ich die, genau, die habe ich auch von meiner Freundin bekommen. Hydra Bomb Tuchmaske mit, ist das auch Rose? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Doch, sieht aber nach Rose die Blume da aus. Genau. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe das. Einfach so ein Me-Time-Moment. Finde ich richtig toll. Würde ich mir mal wieder kaufen. So, wir kommen langsam zum Ende. Das letzte Haushaltsprodukt habe ich von Priel Winterbeere Limited Edition auch gebraucht. Finde ich super. Priel mag ich am allerliebsten. Und es hat sehr, sehr gut gerochen. Dann aus dem Trashy hatte ich mir ein Set rausgenommen von Alverde. Naturzauber, Pflegedusche, Dusche, blumig zarter Duft. Das hat mir tatsächlich, das ist glaube ich meine erste Alverde Dusche, mein erstes Alverde Duschgel. Und ich muss sagen, es hat mir gefallen. Das ist doch ein bisschen anders als die anderen Duschgele. Ich habe danach das Gefühl, dass tatsächlich meine Haut besser gepflegt ist als jetzt zum Beispiel bei dem Balea Produkt. Klar, das ist auch teurer, aber jetzt auch nicht die Welt. Doch, meine Haut hat sich irgendwie besser angefühlt, schon währenddessen. Es ging nicht einfach so zack ab, sondern du hast es richtig gefühlt, dass es eine andere Textur war und auch ein bisschen pflegender irgendwie. Ich weiß es nicht. Fand ich tatsächlich gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mir so, komm, nimm es mit, Dusche kannst du immer gebrauchen. Aber mochte ich. So, und dann haben wir noch zwei Handseifen. Und zwar einmal Isana Verwöhnseife mit Extrakt aus geretteten Äpfeln. So eine Glasflasche ist das, fand ich richtig cool. Ich dachte mir dann, als sie dran war, dachte ich mir so, habe ich nicht so viel Bock drauf, weil ich dachte, das wird bestimmt nicht so geil werden. Aber die hat mich überzeugt. Also wie gesagt, ich hatte wirklich nicht so viel Bock, die zu benutzen erst, als ich sie rausgeholt habe. Aber ich dachte, komm, die ist dran, bevor die nachher schlecht wird. Fand ich super. Die hat richtig gut gerochen nach Apfel. Die hat super sauber gemacht. Die hat die Hände nicht ausgetrocknet. Die fand ich richtig gut. Die würde ich mir nochmal kaufen, wenn es die nochmal gibt. Ich glaube, die war limitiert, aber nicht schlecht. Und dann absoluter Favorite, wenn wir bei Seifen sind. Ich habe damals, also die ist noch gar von früher, die habe ich früher aus der USA mal mitgenommen von Bath & Body Works, gibt es da ja. Und da habe ich mir ganz viele Seifen, was heißt ganz viele, vier Seifen oder so, hatte ich da gekauft. Und die hatte ich immer nicht angebrochen, weil ich wollte die aufbewahren für den richtigen Moment. Alter, das ist, sind 5 Jahre oder so ist es her, dass ich die gekauft habe. Ja, und jetzt dachte ich, Laura, jetzt musst du die mal endlich verwenden. Und ich habe diese hier verwendet und das ist die zweite. Ich hatte schon eine, glaube ich, mal im Aufgebrauch gezeigt, wenn ich mich nicht täusche. Bath & Body Works Peach Bellini. Genau, das ist eine Schaumseife gewesen und oh mein Gott, Leute. Die hat so unfassbar nach Pfirsich gerochen. Also wirklich, sonst muss ich immer meine Hände nehmen und dann schnuppern, damit ich es rieche, während ich die Hände wasche. Die, ich habe auf den Pumper gedrückt und ich habe sofort gerochen. Duft, Explosion. Und das hat wirklich auch noch danach an den Händen gerochen. Ich liebe das. Also mag ich Schaumseifen. Ich mochte, wie sie aussieht. Oh. Toll. Toll, ich habe noch 2 Stück von damals da. Und ich habe jetzt endlich gefunden, wo man die kaufen kann. Also falls ihr das noch nicht wisst, bei Unlimited Brands könnt ihr die bestellen. Genau, das geht super schnell. Die sind innerhalb von 1-2 Tagen dann bei euch. Da gibt es ausgewählte Bath & Body Works Produkte. Und da habe ich mir schon ein paar bestellt und habe ein paar Seifen wieder hier neue. Weil wirklich, mag ich auch lieber als die Rituals Seifen oder irgendwas. Guckt euch das bitte an, wenn ihr Seifen auch gerne mögt. Ich glaube, die kosten 9 bis 10 Euro. Aber wirklich ganz, ganz große Liebe und es gibt so tolle Düfte. Das kann ich euch so ans Herz legen. Genauso wie die Kerzen dort. Also Unlimited Brands, guckt da unbedingt mal vorbei, wenn euch das interessiert. Weil das ist, glaube ich, der einzige Shop, wo es die Seifen gibt. Also die, die Kerzen habe ich schon mal woanders gesehen, aber die Seifen tatsächlich nicht. Deswegen schaut da gerne mal rein. So, das war mein aufgebrauchtes Video. Oh, ich habe schon ganz trockenen Hals vom Labern. Muss einfach was trinken. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächsten Monat beim nächsten aufgebrauchten Video auf jeden Fall wieder. Bis dann!